Vor allem für die Wall Street, aber damit auch für die Aktienmärkte weltweit gilt, wird Trump wiedergewählt? Ja oder nein? Wenn nein, dann haben die Aktienmärkte wahrscheinlich ein Problem, denn Trump gilt ja als der große Steuersenker, Deregulierer, der gerne der Wall Street zur Seite steht, der an hohen Börsenkursen interessiert ist. Anders wahrscheinlich ein Joe Biden, der da nicht so stark der Wall Street entgegenkommen könnte. Das bedeutet, dass wir hier wahrscheinlich eine entscheidende Frage haben, ob ein Donald Trump, wenn die Wirtschaft sich nicht schnell stabilisiert, überhaupt die Möglichkeit hat, nochmal neuer Präsident zu werden. Und wenn nein, was dann kommt, beziehungsweise wenn ja, was er tun wird, um diese Chancen zu erhöhen, das will ich in diesem Video zeigen und gleichzeitig zeigen, wie schwer es für den US-Konsumenten wird, wieder auf die Füße zu kommen, jener US-Konsument, der für 16% des globalen BIPs steht, damit genauso viel wie China auf die Waage bringt und der als Wähler natürlich jetzt dann entscheiden muss in einem halben Jahr, ob Donald Trump eine zweite Amtszeit bekommt, ja oder nein. Es ist vielschichtig und interessant, so viel schon mal vorab. Wir sehen zum Beispiel in den Umfragen, da liegt Donald Trump in etwa da, wo viele, viele andere Vorgänger vor ihm schon waren, in dieser Periode kurz vor Ende seiner ersten Amtszeit. Das unterscheidet sich also nicht besonders, aber die Corona-Krise ist ja relativ neu. Noch haben die Leute ihre ersten Schecks bekommen, aber jetzt muss dann der zweite, der dritte, der vierte Scheck kommen für die US-Konsumenten, sonst gibt es da Probleme für die Firmen vor allem. Sonst gibt es da massive Probleme. Wenn wir uns mal anschauen, wir hatten ja am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten, Non-Farm Payrolls mit einer offiziellen Arbeitslosenquote von 14,7%. Faktisch ist die 5% höher, weil Leute aus anderen Gründen, wie es da hieß, nicht bei der Arbeit erschienen sind. Wenn wir jetzt zunächst mal Unemployment Rate U6 nehmen, also die Arbeitslosenquote U6, dann wären wir faktisch bei 22,8%. Das ist sozusagen die gesamte Arbeitslosigkeit plus derjenigen, die nur marginal beschäftigt sind, die also so 3, 4, 5, 6, 7 Stunden die Woche arbeiten, aber nicht wirklich einen Job haben und auch die Zeit, sozusagen die Teilzeitkräfte, die eigentlich einen Vollzeitjob wollen, keinen bekommen, aber dann immerhin Teilzeit arbeiten. Immerhin sehen wir, dass das also schon mal 22,8% Arbeitslosigkeit bedeuten würde. Wir haben auch die sogenannte Labor Force Participation Rate gesehen am Freitag. Das ist der Anteil derjenigen Amerikaner, die überhaupt noch nach Arbeit suchen und arbeitsfähig sind. Und wir sehen, über 1 Million Amerikaner suchen nicht mal mehr nach Arbeit, die eigentlich im arbeitsfähigen Alter sind. Wenn wir das mal auf die Bevölkerung hochbrechen, die arbeitsfähig ist, dann haben wir mehr als jeden zweiten, nämlich fast 56% derjenigen, die in einem arbeitsfähigen Alter sind, die nicht arbeiten bzw. nicht mehr Arbeit suchen. Das muss man sich mal vorstellen. Und das trifft jetzt auf eine Situation, die natürlich schwierig wird, wenn nicht schnell dieser Lockdown komplett beendet ist, wenn nicht schnell die US-Wirtschaft wieder rauf fährt. Wir hatten am Freitag bei den Daten auch gesehen, dass die Frauen natürlich hier besonders betroffen waren. 55% der Entlassenen waren Frauen und ohne die Frauen wird Donald Trump nicht gewählt. Das ist einer der zentralen Punkte. Wenn die Frauen unzufrieden sind, das kennen sie wahrscheinlich aus ihrem eigenen Haushalt, aus den eigenen vier Wänden, dann werden die Dinge nicht gerade einfacher. Aber gehen wir mal weiter und schauen uns die Dinge an. Und das ist für mich eine der wichtigsten Grafiken überhaupt. Wir sehen, dass der US-Konsum mehr oder weniger seit einigen Jahren, nämlich seit 2011, stabil ist. Das heißt, er steigt nicht nachhaltig, er fällt nicht nachhaltig. Aber, und wir sehen in dieser anderen Grafik, dass die Verschuldung der amerikanischen Haushalte immer weiter nach oben geht, während der Konsum im Prinzip relativ konstant bleibt. Das heißt, die Amerikaner müssen sich mehr verschulden. Die Verschuldung muss nach oben gehen, damit sie das gleiche Konsumniveau halten können. Und das ist ein Riesenthema, denn jetzt wird Verschuldung ein Problem, wie ich hier zeigen möchte. Nämlich Daten von US-Banken sagen, dass die Kreditvergabe deutlich weniger lax geworden ist, also deutlich strenger jetzt. Klar, wenn Sie als Bank jemand einen Kredit vergeben, der jetzt arbeitslos ist, dann wissen Sie nicht, ob Sie das Geld wiedersehen und wann Sie das wiedersehen. Da wird man vorsichtiger, da sagt man ja, okay, vielleicht bis zu diesem Rahmen, aber mehr nicht. Das gilt zum Beispiel für Kredit
Linien für Kreditkarten, dass man sagt, okay, also jetzt ist hier Schluss, weil sonst wird das Risiko zu groß. Wenn neue Kredite vergeben werden, dann werden sich die Banken zurückhalten. Und das heißt, dass diese Menschen jetzt nicht von der Bank die Kredite wohl bekommen, sondern sie müssen weiterhin vom Staat die Kredite bekommen oder die Schenkungen bekommen. Früher oder später werden wir wahrscheinlich eine Art Helikoptergeld sehen in den USA. Es wird nicht anders gehen. Das sehen wir zum Beispiel schon, dass vor der Krise hier viele Konsumenten in Schieflage sind. Wir haben eine kontinuierlich steigende Prozentzahl an sogenannten Delinquent Auto Loans, also praktisch Autokredite, die länger, wo die mehr als 90 Tage nicht bedient sind, wo also jemand 90 Tage, drei Monate nicht bezahlt hat. Da hängt das Ding also schon richtig schief. Die Tendenz dürfte jetzt steil nach oben gehen, also die Ausfallraten hier dieser Kredite. Und das wird auch an den Unternehmen nicht vorbeigehen. Wenn das BIP fällt, dann fallen auch die Unternehmensgewinne. Das ist hier ein klarer Zusammenhang. Ich hatte auch diese Grafik schon mal gezeigt. Die Cash Reserves, die Geldreserven von Small Businesses, also wie lange können die eigentlich hier überleben? Und dann sehen wir, dass etwa 37% dieser Firmen sagen, ja, wir können weniger als einen Monat überleben oder maximal einen Monat. Jetzt muss man aber wissen, dass eben diese Small Businesses für 70% der neuen Jobs stehen normalerweise und 50% des BIPs erwirtschaften. Das heißt, wenn die in Schwierigkeiten sind, wenn die nicht auf die Füße kommen, dann werden viele Amerikaner gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwelche Jobs zu bekommen. Und es ist so, dass eben diese Amerikaner, die 90% der Amerikaner, haben eine negative Sparquote. Das heißt, die haben nichts in der Hinterhand, die haben mehr Schulden als Vermögen. Sondern es sind die Top 1% vor allem und die danach folgenden Top 9%, die eben diese Vermögen und diese Sparquoten haben. Das heißt, die Reserven, das Polster der allermeisten Amerikaner ist dünn bis nicht vorhanden. Aber diejenigen, die diese Polster haben, die haben auch die Aktien, die haben jene Assets, die jetzt durch die Fed vor allem massiv inflationiert worden sind. Wir sehen hier die Verteilung vor allem bei den Aktien, was da wirklich in der Hand der großen Player ist, der wenigen Vermögenden ist, und das ist so ziemlich alles, was hier der Fall ist. Der Rest sind Brotkrümel. Schauen wir uns mal an, was aber das an den Märkten jetzt ausgelöst hat. Wir haben beim Nasdaq jetzt am Freitag die Situation gehabt, dass der Nasdaq 100 das erste Mal eine größere Marktkapitalisierung hat als der MSCI World, der ja praktisch so als World Index gilt oder als Index, der sozusagen die ganze Welt abbildet. Mithin könnte man sagen, dass also die amerikanischen Tech-Werte jetzt mehr wert sind als die gesamte Restwelt, wenn man ein bisschen flachsig formulieren würde. Wir sehen dann weiterhin, dass eben diese ganze Geschichte schon extrem krass ist hier in der Dimensionierung. Wenn wir hier mal die Ratio nehmen zwischen dem Nasdaq und dem MSCI World, also das Verhältnis zwischen diesen beiden, dann sehen wir, dass wir da sogar jetzt über dem Niveau der Dotcom-Blase sind. Wer profitiert? Das sind die wenigen Tech-Firmen und vor allem die Anteilseigner dieser Tech-Firmen, die hier richtig gut dastehen. Und möglicherweise geht diese Rallye noch weiter, die wir gesehen haben jetzt. Hier eine Prognose von Henrik Becker, eine charttechnische Prognose, der sagt, wir können hier durchaus nochmal nach oben gehen in Richtung 3080, 90 beim S&P. Dann wären wir gar nicht mehr so weit entfernt von den Allzeithochs. Und dann haben wir aber so einen Seitwärtsmove, der dann nach unten geht, was wiederum dafür sprechen würde, wenn wir dann eben perspektivisch doch nach unten gehen, nach einer starken Erholung, die wir jetzt gesehen haben, dann einem Seitwärtsmove, dann sozusagen nach unten wegbrechen, dann würde Donald Trump nicht gewählt werden. Hier sehen wir nochmal den S&P jetzt in diesem wichtigen Bereich 2930 bis 50, hier das 61,8er Retracement. Aber was ist denn wirklich hier der Fall? Wir sehen eine Asset Price Inflation, eine Vermögensinflation. Wir sehen, dass der S&P am besten gelaufen ist, wenn wir das mal mit dem BIP vergleichen in den USA, wenn wir verschiedene Vermögenskategorien durch die Fed profitiert haben und aufgeblasen wurden. Dann sehen wir hier schon eine ganz klare Inflation der Assetpreise, während die Realwirtschaft viel weniger inflationär ist und jetzt erstmal deflationär sein wird. Wir haben dann natürlich das Warten jetzt, wann kommt der nächste Stimulus, wann kommt das nächste Paket, denn viele haben ja erst am 1. Mai jetzt ihre Schecks bekommen oder warten noch auf die Schecks, aber das ist ja nur so wie ein Pflaster.
dass die Wunde ein bisschen zuklebt, aber nicht das Problem heilen kann. Insgesamt kann man ja sagen, warum die Aktienmärkte so hoch stehen, hat auch damit zu tun, dass das Geld nicht da angekommen ist, wo es hin sollte, sondern viele große Firmen, viele Gelder abgegriffen haben, die von der Regierung als Hilfsgelder gekommen sind und diejenigen, die es am stärksten brauchten, davon eigentlich am wenigsten hatten. Das ist auch einer der Gründe, warum die Aktienmärkte oben stehen. Jedenfalls White House Advisor Cutler hat gesagt, ja, wir haben jetzt erstmal eine Pause in weiteren Gesprächen über Stimuli und da rennt den Leuten natürlich die Zeit weg. Wenn jetzt nicht bald was beschlossen wird, dann wird es dauern, bis der nächste Scheck kommt und das ist dann vielleicht zu spät. Das ist jetzt insgesamt vielleicht, wie Trump agieren wird, wenn wir sagen, es wird schwierig, weil der US-Konsument nicht mehr so schnell auf die Füße kommt. Wie kann er dann die Wähler für sich gewinnen? Und da ist ein Punkt natürlich die innenpolitische Auseinandersetzung. Er wird seine Gegner als anti-amerikanisch brandmarken, als Verschwörungstheoretiker, als Verschwörungsleute des Deep State, die ihn völlig unberechtigterweise attackieren. Hier viele Tweets jetzt am Wochenende von Donald Trump mit Angriffen auf Obama, der sich ja gegen Trump geäußert hat, vor allem die Begnadigung von Michael Flynn kritisiert hat. Hier CIA ist der Feind. Hier zum Beispiel die Anwältin von Flint sagte, dass Obama Teil einer Verschwörung war, um den vorherigen National Security Advisor Flint sozusagen fertig zu machen. Ziemlich absurd, aber sei es drum. Das heißt, Trump wird jetzt innenpolitisch die Bandagen härter anziehen. Das wird eine sehr unschöne Geschichte werden. Und er wird außenpolitisch jetzt, das ist eine Meldung von heute, dass zum Beispiel gewarnt wird, dass die Chinesen Daten wieder stehlen könnte in Richtung Impfstoff gegen Covid-19. Das heißt, die Geschichte mit China wird sich verstärken. Das ist das andere. Und noch dazu kommt jetzt Iran. Trump hat ja vor wenigen Tagen ein Veto eingelegt gegen eine Kongressresolution, die ihn verpflichten würde, wenn er militärisch losschlagen will, gegen den Iran vorher die Zustimmung des Kongresses einzuholen. Das lehnte Trump ab. Das heißt, er will sich praktisch die freie Hand lassen, notfalls auch den Iran zum Beispiel durch Luftschläge zu attackieren. Das wäre natürlich kurz vor den Wahlen ein adäquates Mittel, die Bevölkerung hinter sich zu scharen, zu sagen, Leute, es geht euch zwar schlecht, ihr seid arbeitslos, aber wir sind nun mal im Krieg. Das muss der Fall sein. Deswegen wählt mich bitte. Das Hoffnungszeichen vielleicht auch, dass wir jetzt eine leicht rückläufige Kurve sehen, was die positiven Tests bei etwa gleichbleibender Anzahl von Tests in den USA bedeutet. Also das ist vielleicht das Hoffnungsmotiv, dass man sagen kann, Mensch, jetzt im Sommer wird das doch durchaus weniger, weil die Temperaturen schon einen gewissen Einfluss auf dieses Virus haben. Dann aber wahrscheinlich im Herbst die zweite Welle kommt. Sei es drum, schauen wir uns die Charts mal an, wie wir heute reingehen. Im asiatischen Handel sehen wir wieder Kursgewinne. Aktuell der S&P 500 bei 2.941, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Was wird der DAX aus der Geschichte machen? Wir sind bei 10.962. Gold hält sich hier bei 1.704. Wir sehen das amerikanische Crude Oil bei $25.31. Also hier auch wenig Bewegung. Insgesamt so diese Hoffnung in Asien, Lockerungsmaßnahmen, die Japaner pumpen Geld. Die Frage ist, kommen wir jetzt über dieses Widerstandscluster drüber hinweg? Wenn ja, dann haben wir noch Platz, sogar über die 3000er Marke, wie Hendrik Becker hier gezeigt hat. Aber on the long run werden wir wahrscheinlich diese Allzeithochs nicht mehr sehen, die wir gesehen haben. On the long run ist eben auch die Differenz zwischen Realwirtschaft und Assetpreisen so groß, so absurd groß, dass irgendwann das Band zurückschnappen wird und wahrscheinlich nicht mal ganz unheftig zurückschlagen wird. Ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderbaren Start in diese neue, etwas frische Woche und sage Servus und Ciao.